Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Northern Lights. Ich bin voll der Anfänger. Ich habe das Feuer beim Wasser abkochen ausgehen lassen. Verdammt. Aber uns ist auf jeden Fall jetzt wieder komplett warm. Ich guck mal eben, ob wir noch ein bisschen was zu futtern dabei haben. Warte mal, konnte ich die jetzt so essen? Sieht essbar aus. Okay, vielleicht müssen wir es noch. Achso, ich wollte gerade sagen, was giftig, aber hier steht 0%. Probieren wir es einfach aus. Es ist schade, dass man in dem Moment hier nicht die Sättigungsleiste hat. Sättigt 65%. Was haben wir denn noch? Blechdose, Notiz. Eigentlich nichts, ne? Ich glaube, eigentlich hatte ich irgendwo noch Schokoriegel eingesammelt. Vielleicht habe ich die jetzt aus dem Booster auch nicht gesehen. Ich sollte eventuell mal anfangen, dass ich oben nach Kategorien sortiere. Na. Ein Stein. Den kann ich aber nicht essen. Den kann ich auch nicht aufheben. Wann kommen wir bei den roten Kreisen an? Bestimmt von Aliens gemacht. Oh, die Sonne geht auf. Oh, wie geil. Was ist denn das? Ein See? Oh, das sieht ja wirklich cool aus. Irgendeine Eule hat gerade Sehnsucht. Okay, jetzt hat er einen Partner gefunden. Boah, ich hoffe, ich finde hier gleich noch irgendwie ein paar Pilze oder so. So, wir sind jetzt mittendrin und laufen auf eine Brücke zu. Wait, was ist denn das für eine Pflanze? Lupinen? Es ist schön, dass man eigentlich sofort sieht, womit man interagieren kann. So, und wo ist jetzt diese besagte Brücke? Weiter links. Muss lebensmüde sein, dass ich hier weiterlaufe, auch wenn ich wieder. Ich glaube, das ist einfach nur ein Umgebungsgeräusch, weil da ich bisher noch kein Tier in der Nähe gesehen habe, wo ich dieses Knurren wahrgenommen habe. Zum Vogelnest?
Sollte vielleicht mal vorsichtshalber speichern, weil sonst habe ich jetzt so ein loses Mundwerk und dann kommt gleich der Wolf um die Ecke und zerfleischt mich. So, wir müssen eigentlich direkt davor stehen. Das war ohne Witz, das klingt wie Schnarchen. Ich muss doch jetzt auf den Fluss zulaufen, oder nicht? Ja, tue ich. Und es fängt wieder an zu schneien. So, Fluss, wo bist du? Ich bin neu jetzt. Leute. Achso, der Pfeil ist. Also, der müsste jetzt eigentlich kurz vorstehen. Aber eigentlich laut Karte müssten wir jetzt schon drüber sein. Ach, da ist er. Na, guck mal, cool. Hier ist sogar direkt die Brücke. Das Wasser ist aber ganz schön ruhig. Das macht noch keine Geräusche. Aber was soll ich denn dann hier finden? Verdammt, sind das dann doch nicht die Hauptstädte? Wir könnten einen riesen Umweg machen. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Das sind, glaube ich, auch noch Höhlen. Warte mal, war das die Absturzstelle? Kann das sein, dass das die erste Station war, wo wir waren? Alles andere müssen wir noch entdecken, ne? Ja gut. Gehen wir halt mal nach unten zum See. Das Haus am See existiert bestimmt wirklich. Oh, cool. Wir sind noch nicht am See, aber das Haus existiert. Also war das schon richtig gedacht mit den roten Kreisen. Ein Topf? Hier könnten wir. Wieso können wir hier Essen machen? Ergebnisse geborgenes Holz. Hä? Habe ich jetzt gerade mein Beil verballert? Wieso ist mir schon wieder so kalt? Nee, mein Beil existiert noch. Das. Ups! Ich hab gerade. Okay. Okay, I know. Ich hab die Bank, den Tisch, weggemacht. Gut. Holz braucht man immer, ne? Das reicht aber dann erstmal. Ja, sieht sehr komisch aus. Komm, lass mal reingehen. Wir frieren uns schon den Hintern ab. Ich hoffe, uns wird hier gleich wieder wärmer. Eventuell haben wir ja noch einen Schokoriegel hier. Jetzt gib mir das Lager. Auch nicht schon wieder am Rumnörgeln hier. Haben wir da nicht letztes Mal schon ausführlich drüber geredet? Ja, really. So, hier machen wir jetzt Holz. Oh ja.
Brennstoff, Rinde, Feuerstarter. Okay. Ah, guck mal, Feuerzeug nutzt sich ab. So, ich müsste jetzt Holzstock. Aber wie kann ich ein Feuer starten ohne Feuer? Zünder, Papiermüll. Brandbeschleuniger haben wir nicht. So, Feuerholz. 76 Minuten. Pack mal noch eins rein. Klingt doch erstmal gut. Ich habe aber, glaube ich, noch nichts zum Kochen, ne? Nee. Fingerlose Handschuhe, die können wir gleich direkt nehmen und kaputt machen. Oh, cool. Ein leerer Raum. Man kann ihn ja noch nicht mal als Abstellraum bezeichnen, weil keiner was drin abgestellt hat. Wie nutzlos muss sich der Raum denn bitte schön fühlen? Oh, können wir hier schlafen? Geil. Kann ich eigentlich jeden Schrank? Warum ist das hier eigentlich so kalt? Komm. Wir hatten beim letzten Mal so viele Schokoriegel, ne? Ich bin enttäuscht. Und das Badezimmer. Ganz wichtig. In Horrorspielen würde ich jetzt erstmal austesten und mich beschweren, dass das Wasser nicht funktioniert. Ja, wir sind eigentlich müde und erschöpft, ne? Hunger haben. Ach nee, Hunger haben wir. Hä, müssen wir noch mehr Wasser trinken? Wie kann ich den denn bitte trinken? Guck mal. Bei All hat er gar nicht All angezeigt. Orangenlimo. Also jetzt wäre es hier wirklich sinnvoll. Giftig 0%, okay? Kalorien. Giftige Pflanze. Vermeide es, sie zu essen. Alles klar. Hier haben wir den Schokoriegel. Den habe ich die ganze Zeit vermisst. Aber der hat minus 15% Hydration. Die sind auch giftig. Schweinefleisch. Ausnahmsweise und nur, weil es in-game ist. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ich könnte noch mehr zu trinken gebrauchen und noch mehr zu essen. Meine Güte. Hallo? Wie viel Hunger kann man bitte haben? Hier noch eine Orangenlimo. Ach komm, dann essen wir. Ah. Energieriegel. Auch minus 10% Hydration. Warum kriegt man da so viel Durst von? Gut, dann essen wir jetzt den Schokoriegel. Und hier noch eine Limo hinterher. Und nü? Ja, es sieht doch schon mal besser aus. Stellen wir uns noch mal kurz. Wir stehen am Feuer, okay. Dann wärmen wir uns noch kurz ein bisschen auf, dann lege ich mich ein bisschen hin und dann schauen wir uns noch die anderen Häuser an. So lange will ich eigentlich auch nicht. Mal gucken, wie die jetzt effektiv, wo die Zeit wieder richtig läuft. 3 Stunden bis 10 Uhr. Sehr effektiv. Wesentlich. Mensch, du hast aber Probleme. Da müsste ich ja einen dauernden Lagerkoller haben. Ich arbeite noch nicht mal im Freien. Da müsste ich ja durchgehend einen haben. Hallo?
So, Feuer ist aus. Wir sind aufgewärmt. Wir sind ja gesättigt. Jetzt wollte ich die Tür ernsthaft mit der Maus aufmachen. So. Hallöchen. Tür zu. Geht also doch. Dann schauen wir uns doch mal die anderen Häuser noch an. Ey, das ist ja cool. Hier ist ja so ein richtiges Dorf. Mega. Guck mal, da ist sogar ein VW-Bulli. Können wir das nicht schon nutzen? Schade. Komm, jetzt beschwer dich mal wieder. Na, Streichhölzer, immer wieder gerne. Hier ist wieder nur das Badezimmer. Da ist ein Doppelbett. Sonnenbrille. Ach so. Ja, ich schau gleich mal. Ey, also so, manchmal bleibe ich da ja wirklich dran hängen. Only dust. Nothing. Only dust. Da, really? Also ich glaube, auf Dauer würde das eventuell ein bisschen nervig werden, wenn man irgendwie nonstop am... Habe ich jetzt oben was vergessen? Nonstop am Looten ist. Und er dann alle 3 Sekunden sagt, dass wir nichts gefunden haben. So, da waren wir, da waren wir. Jetzt dürfen wir nur nicht den Überblick verlieren. Dann arbeiten wir uns jetzt von rechts nach links durch. Gehen wir erstmal zu dem Trecker. Kann ich eigentlich auch mal nichts hier ausstatten? Oder kann ich das hier ablegen? Und da... Achso, genau, das reicht ja schon. Und dann bleibe ich auf dem zweiten Slot. Alles klar. Das ist ja cool. Kann ich hier Mechanical Parts rausnehmen? Es wäre ja auch cool, wenn man das Sofa hier auseinandernehmen könnte, aber nö. Okay, da wollen wir nicht rein. Hier ist auch nie was drin. Zeitung, perfekt. Kühlschrank? Gut, dann nicht. Oh. Ja, das ist auch halb eingeschneit. Ein Kapuzenpulli. Momentchen mal. Können wir eigentlich 2 Sachen übereinander tragen? Hier, Klamotten. Torso innen, Wollpullover. Der ist weniger, der. Die sind eigentlich gleich, außer dass der weniger sprinten kann. Ah, Feuchtigkeit, na. Nee, 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 nee. So, die hatten wir, ne? Die reichen auch noch. Welche sind denn jetzt die, die wir anhaben? 90%. Ups. Inventar. So, ich gucke jetzt mal fingerlose Handschuhe. Das sind die, die ich nicht anhabe. Die sind bei 90%. Die waren nicht so gut. Weil die haben 94%, ich glaube, Feuchtigkeitsresistenz. Und die haben nur 60. Das heißt, die möchte ich nicht haben. Die möchte ich zerschreddern. Da kriege ich dann zweimal Stoff raus. Würde ich sie flicken wollen, bräuchte ich das. So, mittlerweile habe ich das Prinzip verstanden. Wie gesagt, ich habe in der Art und Weise ja so noch nichts gespielt. Regenmantel. Regenmantel wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht zu behalten, ne? So, komm. Dich brauchen wir auch nicht. Sonnenbrille. Kannst du irgendwas helfen? Schutzbonus, 1%, ja komm. Haben oder nicht haben? Nehmen wir doch. So, wir haben eigentlich
Ja, vorsichtshalber lassen wir mal die anderen Klamotten auf der Hand. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen mehr gesammelt haben, dann können wir ja wieder a little bit schreddern. Sind wir jetzt eigentlich nach oben gegangen? Gibt's hier über... Ach, da. Ach, jetzt fängt es wieder an, windig zu werden. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das ein Schrank ist. Oh, ein Schal. Den können wir bestimmt auch noch anlegen. Ein Wollschal. Guck mal. Ausrüsten. Perfekt. Wie gut sind wir denn jetzt bitte ausgerüstet? Zumindest sind wir noch nicht komplett überladen. Haben wir hier draußen noch irgendwas stehen? Nope. Ach, hier ist noch ein Badezimmer. Ich vermute mal, dass wir bei diesem Wetter eigentlich nicht raus wollen. Oha. Ich würde sagen, dann machen wir doch mal glatt die Tür zu, damit sie nicht durchziehen kann. Ich schaue mir gleich noch in Ruhe die anderen zwei Häuser an. Das wird ja vom Aufbau her genau das gleiche sein. Guck, was ich da noch so erwischen werde. Und dann gucken wir doch mal, dass wir einfach weiter runter hier in diese Richtung gehen und dann später in diese Richtung. Ich denke mal, das ist das Effektivste, damit wir hier nicht über die hohen Berge drüber müssen. Weil ich denke mal, dadurch, dass das hier so ausgegraut ist, könnten die Höhenmeter ein bisschen nach oben gehen. Ja. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.